So, wir kriegen 550 super die, was, die Gesandtschaft in Konstantinopel von Litron, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den Galataturm freigeschaltet. Das ist doch wunderbar. Huch. Und diese Aussicht ist einfach nur traumhaft. Ich kann mich da echt nicht dran satt sehen, es tut mir leid. Aber wir machen jetzt mal weiter, würde ich sagen. Und zwar mit, was machen wir denn weiter? So viel zu tun gibt es ja eigentlich gar nicht. Was ist denn das? Hippodrom? Hä? Was ist das dahinter? Bücher. Bücher? Ach, kann man jetzt auch Bücher sammeln und bekommt dann mehr Infos über Masyaf-Schlüssel? Ist das etwa so? Verstehe ich das richtig? Wir latschen da jetzt einfach mal hin und gucken mal. Hui, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwo runterzuspringen? Naja, dann machen wir es halt so. Hui. So. Alter. Ich weiß es nicht. Guck mich nicht so an. So. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist jetzt einer, aber hier sind echt erstaunlich wenig Wachen gerade. Hier oben. Hallo. Töte ihn doch. Mein Gott. Nur lass ihn nicht leiden. Mit seinem roten Schnurrbart. Der rote Mango. Haut mich zurück. Kennt das jemand? Bestimmt. New Kids Turbo kennt ja fast jeder mittlerweile. Die laufen ja auch, glaube ich, auf... Ist das Comedy Central? Ich glaube schon. Habe ich mir aber noch nie angeguckt dort. Sondern ich kenne nur die klassischen Videos. Wie zum Beispiel der verrückte Mongo. Haut mich zurück. Meister. Der da das Snickers quasi dann im auf den Grill legt. Super. So. Da oben ist wieder eine Wache. Die holen wir uns natürlich. Wir sind ja ein wachsamer Mensch. Er allerdings nicht, sonst wäre er jetzt nicht tot. Tja, so einfach ist das. Und ich sollte mir echt mal angewöhnen, mehr diese Schnellreisepunkte zu benutzen, weil hier war jetzt zum Beispiel auch gerade wieder einer. Da wären wir echt ruckzuck hier gewesen. Warte mal. Oh, sind das wieder Giftpfeile? Toll. Ich glaube, der stirbt aber gleich, ne? Was ist los? Was ist los? Papa, stirbst du jetzt? Papa, nicht sterben. Nein. Oh. Alter, kann ich hier nicht auch schubsen? Verpiss dich! Oh. Alter, wie unfair, ey. Wir haben gerade einen vergifteten Soldaten vom Dach geschmissen, der sowieso schon um sein Leben geringt hat. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, heißt das ja so schön, ne? Der müsste aber auch gleich abstürzen da oben. Achtung, jetzt fällt er gleich runter. Oder? Guck mal, ob er runterfällt. Ne, ich glaube, er bleibt oben liegen. Ich wechsle mal gerade hier auf die Pistole. Wir müssten dringend mal die Munition aufladen. Ja, er schläft ein. Wie ein kleines Kind schläft er ein. Süß. So, wo war jetzt das Buch? Hier war das Buch. Dort droben muss es sich irgendwo befinden. Und zwar hier irgendwo. Das hier kann man kaufen. Steht allerdings in einem Einflussbereich von einem Dingens. Von einem Gerät. Nee, von einer Dings. Von einer, na, wie heißt das? Von so einem Tempel. Von einer Feste. So. Die Polo-Symbole, Hippodrom. Die Polo-Symbole finden und das Buch ausfindig machen. Ja, das sind jetzt irgendwie nicht so spannende Missionen, ne? Ist eigentlich relativ einfach. Ja, wir gucken da drauf und da ist wahrscheinlich das Buch gleich. Ne, da ist es nicht. Oh, was? Say what? Da ist es auch nicht. Dann ist es aber hier. Ah, da ist es. Okay. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Aber wir machen es halt einfach mal, weil ich glaube, sind diese Masyaf-Schlüssel, die gehören doch zur Story, oder nicht? Ich glaube doch schon. So, verstecktes Buch, plündern. Ach so, okay. Gedrückt halten. Der Chipurtend. So, 400 Goldstücke, da freue ich mich doch glatten Keks.
Und was machen wir als nächstes? Ja, ich würde ja gerne die Hauptmission noch weitermachen, aber ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und das letzte Mal habt ihr ja gesagt, ich muss... Ist das ja auch eine Sophie-Erinnerung? Da ist noch ein Buch, Sophie-Erinnerung? Aha. Und ihr habt das letzte Mal gesagt, ich muss genauer hingucken und ich gucke genauer hin und ich sehe trotzdem keine Hauptmission, die weitergeht. Das, meine Freunde, verstehe ich nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich... Was ist los? Leeres Fraktionsgebäude? Was ist denn das hier? Piri Reis? Ne, da wollen wir im Moment nicht hin. Bücher, da sind wieder mehr Bücher und... Aber ich sehe keine Hauptmission, ums Verrecken nicht. Gülmoschee ist auch wieder ein Buch, naja, genau. Pass mal auf. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal gerade. Wo sind wir denn überhaupt? Hier sind wir. Da ist ein Buchladen. Hier haben wir noch irgendwo ein Buch, so was man noch mitnehmen kann, so plündern. Würde ich mal sagen, wir gehen mal hier drüben hin. Haben wir irgendwo einen Schnellreisepunkt? Jo, direkt um die Ecke. Dann holen wir uns dann noch die zwei, drei Bücher und, ja, dann gucken wir mal. Dass wir vielleicht auf die andere Insel reisen. Vielleicht wird dann unsere Mission, der Erinnerungsanfang, quasi aktualisiert. Aber so an sich sehe ich da absolut keine Mission. What? Vielleicht bin ich blöd oder so, aber ich sehe da nichts. Vielleicht bin ich auch blind. So. Und renne und renne und brenne. Ich riech nach verbrannter Hände. So, wo haben wir denn das Büchlein? Hat sich das wieder deselektiert? Verdammt. Ja, hier ist ja gleich ganz um die Ecke. Nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Und dann sind wir auch schon da. Wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht so spannend. Aber wir machen es halt mal. Wie gesagt, ich versuche das gerade so ein bisschen zu überbrücken, dass die scheiß Mission nicht angezeigt wird. Und selbst wenn ich unten rechts auf Radar gucke, da ist nichts. Frag mich nie warum. Hallo? Was zum Teufel? Was macht der da oben? So, hier oben ist das Buch. Ist das wieder so ein riesiges Ding? Nee, geht. Kann man hochklettern. Das passt. Also ist das immer wieder so ein riesiges Ding, das werde ich öfters gefragt. Und dann stehe ich da und denke mir... Animus, Dings. Nee, dann stehe ich da und denke mir, in der Tat... kennt er das? Laborchef Dr. Klenk. Alpecin hilft bei erblich bedingtem Haarausfall. Doping für die Haare. Nur für die Haare. So. Die Polo-Symbole, die Kirche. Nummer 2. Die Polo-Symbole finden und das Buch ausfindig machen. Ja. Ich gehe dafür aber, glaube ich... Gehe ich da hoch? Ich glaube, ich gehe ganz hoch. Kann ich gar nicht, ne? Fuck it! Da ist ein Symbol. Nein. Muss ja auf dem Boden sein. Oder auch nicht. Kann auch so sein, genau. Das Buch beschaffen. Nein! Och, Menno. Ich will die Dinger, ehrlich gesagt, fast nie treffen, aber ich treffe sie immer. Eigentlich wollte ich jetzt hier auf die Dachabsperrung hier springen. Aber hat nicht geklappt. So, plündern. 400 Goldstücke. Wir haben uns auch mittlerweile eine Armbrust gekauft. Ne? Ja, genau. Wir müssten die Sachen mal auffüllen. Ich weiß nur ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo wir das am geschicktesten machen. Natürlich beim Schmied, aber ich glaube, hier ist gerade keiner in der Nähe. Oder? Doch, ganz da unten. Wie viele Ärzte hier auch sind, ne? Das ist ganz schön übertrieben. So viele Ärzte braucht doch kein Mensch. Uah, jetzt können wir da reinspringen. War das jetzt? Jetzt war das da gar nicht. Oh. Falsch geguckt, glaube ich. So. Da reise ich jetzt nicht mit dem Schnellreisepunkt. Ich glaube, das ist mehr Umweg. Ist ja gleich da hinten. Nur noch wenige Meter. Nur noch wenige Meter, sprach der dicke Peter. Er raubte sich bis an das Ende. Was er fand, das war ein... Toter Soldat. So. Wahrscheinlich auf den Turm da oben, denke ich jetzt einfach mal. Was wurde vom Sultan verboten? Eine illegale Gruppe? Wunderbar. So krass, wie schnell man mittlerweile so ein Ding erklimmen kann. Ich weiß noch bei Assassin's Creed 1, wie lange man da gebraucht hat. Alter Schwede, da waren so Türme auch noch Herausforderungen, ehrlich gesagt.
Und da musste man auch früher noch die ganzen Gebiete freischalten. Das ist ja hier teilweise auch noch so. Aber früher musste man die ganzen Stadtteile freischalten. So, die Polo-Symbole, Forum, Bovis, die Polo-Symbole, um das Buch zu finden, das kennen wir ja mittlerweile. Wir aktivieren den Adlersinn und schauen mal dort drüben hin. Oh, da ist ein Dingens. Ein Animus-Fragment. Ah, das ging ja mal schnell. Ah, ich glaube, ich bin zu Profi für das Spiel. Ich hätte aber gern das Datenfragment, meine Damen und Herren. Das könnte wehtun. Tut's aber nicht. Oh. Nee, da kommen wir nicht hoch. Warte mal, wie kommen wir denn hier? Irgendwo hier, hier, hier. Hier bestimmt. Hier geht's hoch. Hui. So, und dann. Schwupps. Und dann. Ja, ich hätte da drüben hingemusst. So, und dann hier drüben hin, weil das höher ist. Und dann können wir da drüben eigentlich... Genau. 22 von 100 Datenfragmente. Und wie viel habt ihr gesagt, muss ich einsammeln? Ich glaube, 25, 30. Entschuldigung. Irgendwie sowas. Jetzt muss man das Buch holen. Das ist, glaube ich, hier oben. Toll. Hui. So, wir graben im Sand rum. Graben, graben. So. Ah, das ist das dritte Buch, glaube ich, oder das vierte mittlerweile. Gute Sache auf jeden Fall. Und jetzt laufen wir zum nächsten Buch und hier ist schon wieder kein Schmied in der Nähe. Aber da oben ist dann einer, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sind ja nicht mehr viele, wir haben es ja gleich geschafft. Wie gesagt, ist jetzt gerade nicht so spannend, tut mir auch sehr leid. Aber ich mache das lieber jetzt. Ich glaube und hoffe, dass es nicht unendlich von diesen Büchern gibt. Also, dass man die immer und immer wieder machen kann. Aber eigentlich hat man ja irgendwann die Schlüssel und dann hat sich das auch. Deshalb, wir machen es lieber jetzt. Wow. Bevor wir das dann irgendwann machen, wenn es total unspannend ist. Und ein weiterer Grund, habe ich ja gerade schon gesagt, ich muss irgendwie überbrücken, dass die verkackte Mission schon wieder nicht angezeigt wird. Vielleicht ist es ja auch gar kein Fehler, das kann auch sein. Vielleicht ist das ja so... Ah, Alter. Hallo. Die Herrschaft. Komme ich denn hier zur Bank? Ah, hier. So, wir renovieren die Bank. Das gibt Geld und wir können unsere Kohle abheben. Wenn wir gleich zum Schmied gehen, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, wir haben auch 20.000 oder sowas in der Bank drin, also auf dem Konto quasi. Ja, ja, komm mal auf zu zählen, gib mir mein Geld. Das habe ich mir verdient. Danke. So, 40.000 haben wir jetzt. Sehr schön. So, geh aus dem Weg bitte. Vielen Dank. Und hier können wir noch eine Dings kaufen. Ach, das ist hier diese... War das mal eine Brücke oder sowas? Ah, ein Aquädukt. Ah, okay. Für 49.000, das haben wir, glaube ich, noch nicht mal. Nee. Da wäre unsere gesamte Kohle weg. Wahnsinn. Hätten wir sie denn überhaupt? Haben wir ja noch nicht mal. Oh, was haben wir denn da? Ein Datenfragment. Das geht halt gut ab mit Datenfragmenten, ne? Wo ist denn... Oh, ganz da oben? Heilige Maria Gottes. Warte mal. Nein! Oh, sag mal. Was war das denn jetzt gerade? Herr von und zu Ezio. Alter, jetzt, was macht der denn da? Alter, hör doch auf. So. Hier hoch. Hier hoch. Dann hüpft man da drüben hin. Ich komme von hier draußen gar nicht nach da oben, ne? Muss ich mal komplett runter, so. Dann springe ich mal hier hoch. Ich mach's aber auch wieder umständlich gerade. So, dann gehen wir mal hier hin. Und dann hier hin und dann gehen wir mal hier außen hoch. Weil das den gleichen Effekt haben wird, wie wenn wir von innen hochgegangen wären. Also, naja. Ich würde aber gerne mal da an den Stein springen, wenn das geht. Genau! Tja! With the daddy! Niggas! In the hood! Ja, bin ein bisschen durchgeknallt, tut mir leid. Ich habe davor GTA San Andreas aufgenommen. Das Countdown-Video und da ist nichts, da steht eine Kiste. Und da ist man noch so ein bisschen Grove Street, niggas. Hagel mal 3. Alter. Boah. Ich muss doch da hinten lang. Wo will ich denn hin? Hier müssen wir hin. So. Die Polo-Symbole Aquädukt machen wir natürlich. So, wir aktivieren den Adlersinn und ich sag einfach, ich rate jetzt mal. Da hinten oder da hinten? Ich sag da hinten. Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Was ist denn so? Können wir da mal hinspringen? Ich weiß nicht, ob das